Der große Radio-Teddy-Steckbrief vom kleinen Elefanten. Wie groß ist der Elefant? Jetzt ist er so circa einen Meter hoch. Wie lang ist sein Rüssel? Circa 40 bis 50 Zentimeter. Wie schwer ist er? Er wiegt etwas über 100 Kilo. Er nimmt jeden Tag ein Kilogramm zu. Es ist immer noch ein kleiner Elefant. Auch wenn er schon das Doppelte eines Kalbes hat, so ist er dann trotzdem noch ein sehr kleines Tier. Was frisst der Elefant? Er trinkt einfach nur Milch und davon sehr viel. Was macht er den ganzen Tag? Er entdeckt gerade seinen Rüssel. Links, rechts, vorne drehen. Dann fängt man an, die Dinge aufzuklauben. Und man rennt durch die Gegend und ärgert ein bisschen die Schwestern. Wie schläft der Elefant? Natürlich auf allen vier Beinen, aber man sieht es ganz gut an, wenn die Äuglein zugehen und er dann auch auf dem Rüssel sich so ein bisschen abstützt. Wie lange dauert es, bis der Elefant ausgewachsen ist? Man sagt so mit 20 Jahren, dass dann so das Größenwachstum abgeschlossen ist und das Ganze nur noch in die Breite geht.